So, und es geht weiter mit Die Schlümpfe für den Game Boy. Ein Retro-Game. Und ich bin Peruaner. Und wir sind in. Das ist der dritte Part. Und wir sind in Welt 10. Und das ist eine Schlittenfahrt. Auch eine, meiner Meinung nach, geile Idee. Kleinen Moment. Okay. Ich muss mal kurz. Ja. So, au. Oh, und da spielt mein Desktop wieder verrückt. So, jetzt geht das aber, verdammt. So. So, hier, wir fahren auf dem Schlitten. Müssen natürlich den Gegnern ausweichen. Und diese S-Münzen lassen uns für kurze Zeit ein wenig Geschwindigkeit aufnehmen. Was sehr wichtig ist, wie man sieht. So, und zack. Und am besten werden wir nicht mehr getroffen, weil ich habe nicht mehr genug Leben. Das könnte blöd enden. Hey, der hat gar nicht... der Schlumpf hat gar nicht seine Fratze verzogen. Sein Gesicht, das Druck war nicht so... Ah, das tut weh, sondern... Joa. Na gut, mal hier weiter und hepp. Nicht treffen lassen, Stern einsammeln. Wie so viel ich jetzt mich noch erinnern kann, das ist nicht mehr so viel unbedingt. Kann es sogar sein, dass ich jetzt gerade in den Abgrund gesprungen bin? Nee, kann sogar sein, dass das der letzte Part schon werden wird. Wiederum bin ich mir sicher, dass ich beim erst tatsächlich der letzte Boss sein sollte. Der letzte Part, meine ich. Dann hier beim Boss. Ja, Boss ist dann hier ja ganz logischerweise der Endboss. Das heißt, wir kämpfen gegen, ja, wie möchte man ihn nennen? Gargamel oder halt Gurgelhals? Also ich kenne ihn noch unter Gargamel. Und, ja. Da gibt es bestimmt unterschiedliche Namensgebungen. So, und, ach, verdammt. Okay, am Ende angekommen. Habe ich denn alle Sterne? Puh, Entschuldigung. Hab gerade was getrunken. Muss ich jetzt aufstoßen. Das ist jetzt was Neues. Hier müssen wir schnell alle Boni sammeln, die hier so zu finden sind. Und das Blöde ist, wenn wir wirklich hier nicht durch dieses Sprungbrett in Sicherheit gelangen, werden wir jetzt... Wir haben zwar zwei Leben gesammelt, aber würden, wenn wir ins Wasser fallen würden, tatsächlich ein Leben verlieren. Das ist ein Bonus-Game mit... einer dunklen Zeit. Die Klippe. Oh nein! Oh, die Musik ist natürlich cool und so, aber oh, das Level muss man eigentlich durchfliegen. Also immer springen, springen, springen. Nicht in die Löcher, nicht in die Löcher. Und es ist nicht lang, das Level. Nur es kann lang werden, wenn man es falsch macht. Ich sammle wirklich nicht alles ein jetzt. Das ist mir jetzt. Das ist wirklich schon fies. Ja, ich muss ehrlich sagen. Ich hab bei Gurgelhals. Oh, oh. Okay, ich weiß noch. Wir können die Katze besiegen. Indem wir uns hier ein Geschenk nehmen. Und ich weiß nicht, wie oft ich sie treffen muss. Also, wie schon gesagt, wir können sie besiegen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ah, und auf sie springen kann man nicht. Sie ist einfach nur verdammt böse, diese Katze. Ne, und jetzt, hey Schlumpf. Du sollst da... Nein, verdammt, 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 es laggt. Okay, ich sterbe. Oder? Nee. Ich muss mal von der einen Taste, es gibt ja, wenn man die B-Taste gedrückt hält, dann läuft man schneller. Und das habe ich gerade, wow, zu oft benutzt. Oha. Das war so zu erwarten. Entschuldigung, ich musste gerade ruhig bleiben, weil ich dachte, schaffe ich das nicht? Ich hab's nicht geschafft.
Nein. Okay, jetzt wasche ich durch. Jetzt bringt es auch nichts mehr, auf jedes Geschenk hier zu achten. Wenn man es eh nicht schafft. So, die brauche ich, um rüberzukommen. Die Sprungbrett. So, und perfekte Katze. Nein. Na komm. So. Oh, nicht in die Fliege rein. Und hier ist gar kein Sprungbrett. Oh. Es hat geklappt. Super. Finde ich hier irgendwo eine Beere? Nee, hier ist schon das Ende des Levels. Oh. Große Äpfel. Ja, logisch. So, kriegt man hier vielleicht? Nee. Hier war das noch nicht. Autsch. Oh, aber bin ich froh, dass ich so viele Leben gesammelt habe. So. Nicht treffen lassen. Obwohl hier. Na, wo war denn das? Es gibt ein Ort, wo es noch. Da oben. Wo es noch eine Beere oder so gibt. Genau. So, was gibt's da oben? Auch noch eine Beere? Leben. Oh, eine Beere wäre besser. So. Ah, oh, toll. Oh, jetzt bestanden. Super. Ja, Stern habe ich jetzt diesmal nicht drauf geachtet. Es kommt der erwartete nervigste Endfight, den es gibt. Ich kann jetzt nämlich erst Instant. Dead. Death. Und Instant Kill. Und wir müssen es halt sehr schnell schaffen, hier drauf, dass hier drauf so eine Eiche landet. Es geht nicht anders, also. Es muss einfach klappen, weil sonst der ist so schnell. Da hat man sonst keine Chance. Ich bin als Kind verzweifelt. Ich habe den Gameboy in die Ecke geworfen. Ich war so sauer ab und an, dass das nicht so schnell funktionierte. Ich habe schon öfters versucht, hinter ihn zu glitschen, aber ne, er ist halt instant. Zu stark für jemanden. So, und zack. Und zack. Ah, bleibt nicht die. Ah, nein. Habe ich mich selbst abgeschossen? Oh Mann. Nein. Warum? Ich habe mich selbst. Man kann sich tatsächlich selbst abschießen. Geile Sache. So, und jetzt aber. Komm. Ja, lass mich töten. Wenn ich noch ein Leben haben werde, ja, werde ich durchdrehen. Unter anderem. Aber dann werde ich vielleicht auch auf Safe State zurückgreifen müssen. So, und jetzt aber. Nein! Den letzten ein wenig zu falsch gesetzt. Na komm. Komm schon, und jetzt. Wieder den letzten falsch. Ich glaube, ich muss ihn nur viermal treffen, weil wir auf Mittel spielen. Und zack. Und zack. Und zack. Nein. Oh, komm. Den letzten wieder. Oh. Na komm. Und jetzt. So, und jetzt. Das bedürfte es. Ja, das war's. Herrlich. So. Wenn jemand mitsehen konnte, wie viele Schlümpfe nochmal entführt worden sind, der weiß, wir befreien jetzt die letzte. Schlumpfine. Und. Bravo! Mit viel Mut und Tapferkeit hast du die teuflischen Pläne von Gorgolatz vereitelt. Die Schlümpfe warten voller Ungeduld auf deine Rückkehr, um dir zu Ehren ein großes Fest zu veranstalten.
Ist das nicht lieb? Und damit endet auch mein Let's Play. Ganz, wie gesagt, ein kurzes. Ich werde jetzt nicht alle Credits hier angucken. Weil, ja, wen interessiert das unbedingt, oder? Mich nicht. Und es hat mir Spaß gemacht, mal so ein kleines Projekt zwischendurch reinzuschieben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Ich weiß es noch nicht. Mein Plan derzeit ist noch nicht so ausgereift, dass ich habe noch keine Ahnung, was als nächstes kommen wird. Aber, naja, lasst euch überraschen. Bis dahin. Ja, ciao, ciao.